Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Ich stehe noch in Norfolk und versuche immer noch, mit dem neuen Lade- und Unloading-Feature quasi entladen zu werden. Aber es dauert scheinbar. Es gab ja mittlerweile jetzt auch Neuerungen, also für Arkansas, glaube ich, war das. Oder es war für die 151. Oder für beides. Da wird es halt auch weitere Features geben, dass man auch hier hier Wooden Chips, ne? Also hier quasi bei irgendwelchen Holzverarbeitern in Wäldern quasi auch beladen wird. Aber da stand explizit bei, dass es das Entlade-Feature quasi dort noch nicht gibt, sondern dass es erst noch kommen wird. Allerdings, als es vorgestellt wurde für Nebraska, da wurde ja auch beschrieben, wie es funktioniert, dass man, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber dass man bestimmte Abladeorte nehmen kann. Nach dem Motto, ich weiß gar nicht, muss ich, eigentlich hätte ich jetzt nochmal nachgucken müssen jetzt. wir gucken aber erst nochmal nach, ich gucke nochmal ganz fix nach. Okay, gibt gar nicht so viel Auswahl. Lincoln. Farmers Barn, waren wir da schon? Lincoln Flavor Fährten X, wir wollten zur Farmers Barn. Das ist ja perfekt. Dann fahren wir mal Sojabohnen von Norfolk, von Golden Meadows nach Lincoln zur Farmers Barn. Den wollen wir mal. Das war quasi die Where Do You Need It Option. Dann haben wir es jetzt zu Golden Meadow 36 Meilen, alles klar. Dann fahren wir sogar noch mal ein Stückchen. Hoffentlich war es das dann auch. Hoffentlich kann man das bei der Farmers Bahn machen. Super. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Kurve angefahren bin, ob ich da gestoppt habe oder nicht. Es ist gerade auch wieder eine super Zeit zum Aufnehmen, weil wir heute den wärmsten Tag in der Woche jetzt haben mit 28 Grad draußen. Hier drin sind es bestimmt dann jetzt, es ist jetzt gerade 14 Uhr oder so. Hier drin ist ja glaube ich auch schon locker wieder um die 29, 30 Grad. Mache ich doch schon. Fahr wahrscheinlich auch noch mal durch Lincoln durch. Wir fahren jetzt mal außerhalb von Lincoln. Oh. Oh, 28 Katzen ist schon mal hier drin. Gleich wieder weiter geradeaus. Das ist halt auch schon wieder echt zu warm. Wir dürfen 70, nicht nur 50.
Ja, wir fahren gleich mal durch mit Lincoln durch. Kann ich mir auch gleich wieder Lincoln Flavors fair. Lincoln sag ich schon. Und vor allem Flavor fair. Kann ich mir gleich den Lincoln, die Farmers waren dann auch. Entweder notieren oder ich muss bei mir nicht notieren. Ich hoffe mal, dass ich mir echt notieren muss. Dass wir dort nicht abliefern können. Get ready to turn right. Oh. Das galt ja jetzt mir. Auf einer schönen Backroad in den Sonnenuntergang. Aufgang. Wobei die Sonne ist ja schon aufgegangen. Schön an den Maisfeldern vorbei. Sehr schön, wir werden ja auch wieder schön beladen. Ob das ein gutes Omen ist oder nicht, ich glaube, ich würde sagen, die Statistik bisher von mir zeigt, dass es kein gutes Zeichen ist. Dass wir jetzt schon beladen werden. Es ist die Frage, ob nur das vordere, ja gut, das ist eh weit, weit auseinander, dann nehmen wir einfach nur das hier. Das war fast perfekt. Schön. Genau, so sieht's aus. Dann machen wir weiter. Wie gesagt, auf dem Highway 275. Da vorne ist ja, glaube ich, allerdings, ne? Durch Norfolk durch. Dann an Omaha vorbei. Und dann fahren wir kurz die Interstate 80 nach Lincoln zur Farmers Bahn. Und liefern dort hoffentlich, haben dort hoffentlich die. Where do you need it option? Oh, die brauchst du das Option, Option? Wenn die denn so dargestellt wird. Wer kam von hier links? Naja. Ganze sind wir 173 Meilen waren es ja. Wollen wir die mal kurz fix runterknöppeln. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen. Wenn da gleich rechtstext kommt, können wir fahren. Es ist so schwer zu sehen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen was sehen, aber. Es ist so schwer zu sehen, weil genau da gerade so die. Ja, die Sonne quasi gegen die helle Gardine scheint. So, dann.
Beschleunigen wir mal ganz kurz auf 65 und dann geht's nochmal durch Lincoln durch. Ich werde nochmal gleich direkt danach das Video hier rendern, wenn ich noch unten bin. Sind wir wieder in Norfolk. Jetzt muss ich den Grenzverkehr durch. So, vielleicht bei 30. Das ist wieder runter auf 20. Die empfohlene Geschwindigkeit jetzt für den Grenzverkehr hier ist. So, auf 50 wieder. Gehen jetzt vielleicht wieder runter. Ja. Ich teste dann morgen einfach nochmal. Also heute werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Einfach weil es so warm ist. Ob. Manchmal hat man irgendwie zu viel Geschwindigkeit drauf mit zu viel Gewicht hinten dran, dass die adaptive Geschwindigkeitsregulierung nicht komplett runterbremsen kann. Genau, werde ich nochmal gucken, ob Railway Empire auch die Probleme hat und ob Railroad Corporation Probleme hat, weil ich habe. Da ich ja Transport wieder runtergeladen habe, weil ich die Kampagnen weiter fortführen wollte dort, die Kampagne, die Europa-Kampagne, die Amerika-Kampagne habe ich ja durch. Und ja, ich sag mal so, es waren halt wieder so die üblichen Grafikfehler halt. Wie man es halt kennt, also das üblichen, aber na, halt die Grafikfehler, die halt bei Transport. Habe ich gerade Train Fever gesagt? Ich meine Transport Fever. Aber so auch die Probleme, die sie schon bei Train Fever auch teilweise waren und bei Transport Fever und ich weiß gar nicht, ob sie bei Transport Fever 2 waren, aber auf alle Fälle bei Train Fever und bei Transport Fever gab es da immer so diese Grafikbugs. Ich weiß nicht, wie man das damals beheben konnte, aber deswegen lasse ich es einfach mal sein und da erstmal gar nicht nach, wie das ist. Ich werde dann mal hier die eine Kampagne nochmal machen, damit ich dann zumindest auf demselben Stand bin, wie ich vorher war. Und lass dann auch Transport wieder hier auf der Festplatte. Der großen, damit ich da nicht nochmal die zwei Kampagnen nochmal machen muss. Aber dann habe ich mich zumindest schon ein bisschen vorbereitet. Ach ja, die Baustelle. Da war ja was. Go straight. Dem langsam fahrenden Traktor hinterher.
Aber ist auch wieder eine sehr coole Sache wieder. Okay. Oder auch nicht. Denn der biegt schon längst wieder ab. Dann ab zu in der Z80, würde ich sagen. Ich hoffe echt mal, dass ich jetzt endlich mal schön entladen werde. Damit ich mal wieder andere Sachen aus Szene bekomme und nicht die ganze Zeit hier in Nebraska. Ich meine, wie lange bin ich jetzt hier durch Nebraska durch? Ich glaube, Mai kam es ja raus. Also locker jetzt 2 Monate. Nur in Nebraska unterwegs. War deutlich mehr, oder? Nee, ist fast hier glücklicherweise. Na doch, 2 Monate komme ich hin. Also, es, ja. Mittlerweile kennt man die Schrecken ja schon. Das war verdient, da habe ich null aufgepasst. Stay right, then turn right. Da war ich einfach zu sehr in Gedanken. Turn right. Da war ich einfach gerade wieder hart am Überlegen, ob wie ich das denn mache. Ich habe nämlich die, also es wird ja schon gemunkelt. Zumindest hier wurde das auf dem Discord geschrieben, dass stark vermutet wird, dass. Wo ich das Lava ist auch gesagt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber dass zumindest stark vermutet wird, dass Train Simulator 5 irgendwann angekündigt wird. Soon. Da dachte ich mir gerade kurz, ja, wie mache ich das denn? Ich habe einfach mit Train Simulator 2 aufgehört quasi oder aufhören müssen. Train Simulator 3 habe ich mir geholt. Und ich dachte, ja, okay. Geht den ja bald wieder, Kappa. War dann nicht so lange, ich war immer an Friends in World 4. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, brauche ich ihn, hole ich mir nicht. Das ist, weil, bis ich dann hier da wieder was habe, womit ich vernünftig zocken kann und aufnehmen kann, dann ist Friends in World 5 draußen. Und da ich mir eigentlich das Ziel gesetzt habe, hier für. Erste Jahreshälfte dieses Jahr. Was sehe ich jetzt gerade wieder ein bisschen. Doch wieder hinausgezögert hat. Bereitet mich jetzt aber gerade so ein bisschen physisch und auch psychisch, weil wir davor. Aber mainly physisch. Das nächste Woche in Angriff zu nehmen. Also mit in Angriff zu nehmen, meine ich. Den 12,6 Kilo Klotz. 2 Kilometer. Bei. Keinem Regen wegzubringen. Vielleicht nochmal
und befragen, ob er jetzt meine RAM-Riegel noch benötigt oder nicht. Weil er jetzt auch nichts mehr kam. Das eigentlich würde gar nicht mehr belegen müssen, aber ja. Wie gesagt, wollen wir mal fragen, ob er danach, weil er glaube ich kurz danach auch wieder normal am Zocken war und so. Nachdem da die Bluescreens waren und dann nicht mehr anbekommen bei den Rechner. Ob er dann einfach die RAM-Riegel rausgenommen hat und die alten wieder rein, die er vorher hatte. Und das war ja auch eine wichtige Info dann für die Werkstatt. Ich muss uns dann nochmal fragen, so was die. Wenn das dem so ist, was denn dann die Spezifikationen der RAM-Riegel waren, mit denen es dann wieder funktionierte. Platte River. Da sind wir schon abgebogen. Dann geht's ja gleich schon bei Lincoln raus, ne? Ja. Stay right, then exit right. Exit right. Stay left. Okay. Wild. Die waren nicht immer echt so übelst krass aus der Kurve rausgezogen wird, dass man lenken kann und bremsen kann, wie man will, aber nichts passiert. Jetzt halt die Frage, gucke ich mir auch jetzt hier nochmal vorher an, wie die Stellplätze quasi zur 2D-Map in 3D ist, oder gucke ich einfach, wo die closest Übersetzung zu Where Do You Need It ist und wähle es anhand dessen. Ja, hier vorne rechts eine Möglichkeit zum Entladen und hier vorne links war das ja, glaube ich. Ne, vorne rechts. Also quasi rechts und links am Gebäude. Vom Prinzip her ist ja zumindest was im Boden. Und das wäre ja, wo willst du die Ladung stehen haben? Das sieht mir jetzt aber nicht danach aus, bin ich ehrlich. Okay, hier hätten wir auch gar nicht abliefern können, abladen können. Also die Möglichkeit bestünde ja auf alle Fälle hier. Also so vom Grundprinzip her. Und wir sollen wohin? Wir sollen hier rein. Ja, das ist ja wieder super. Die einzige Frage ist halt, die könntet ihr mir vielleicht beantworten. Es ist ja. Ist das so ein fester Stellplatz?
von wo willst du die Ladung geschehen haben? Oder kann das prinzipiell auch mal hier sein? So, auf Nummer sicher gehen ist ja quasi da oben vorne rechts, aber ob es jetzt quasi auch hier rechts sein kann. Das ist jetzt die Frage. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das wird mir schon mal wieder sehr helfen. Aber, ja. Es ist heute auch mal wieder ein Satz mit X. Wir bleiben Nebraska scheinbar noch ein paar Wochen länger treu. Ausgezeichnete Sojabohnen von Norfolk nach Lincoln geliefert. Gefahrene Strecke 215 Meilen, Dauer 28 Minuten, gebrauchter Kraftstoff 31,8 Gallonen. Das war der 191. erledigte ATS-Wasserfracks-Auftrag. Wäre ja schön, also, na, wenn, falls es auch bei, falls ihr bei Nebraska schon hier abgeladen habt und entladet wurdet mit dem neuen Feature, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wäre ja schön, wenn man das dann bis vor dem 2. Auftrag erreichen könnte. Aber ich bedanke mich dann erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir setzen dann die Fahrt hier wieder vor Ort von Lincoln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier im American Truck Simulator oder im Euro Truck Simulator 2. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.